Servus Performance Law Friends, heute hier aus dem Auto das Intro. Wir sind auf dem Weg mit dem Mercedes nach Meschede. Also mit Mercedes nach Meschede. Ich komme Mercedes, Mercedes. Und da ist kein anderer wie der Sauerländer. Werkzeugbedarf. Viele kennen auch den Georg. Wir haben zusammen bei Pure die Werkstatt gemacht. Er hat praktisch die Männerküche gemacht, wenn ihr euch vielleicht noch erinnert. Und auch die Weberhebebühne. Und der hat jetzt ein neues Gebäude gebaut und hat gesagt, ey Jungs, eins ist klar, wenn ich hier ein Showroom habe für meinen ganzen Werkzeugbedarf, dann kommt natürlich ein Performance Floor rein, vermittelt uns auch immer wieder bei Kunden, die eine Hebebühne oder sonstiges kaufen und sagt dann auch, hey, hier Boden Performance Floor, ganz klar. Das heißt, da ist eine Partnerschaft entstanden und mittlerweile auch echt eine Freundschaft. Und wie bei vielen Videos möchte ich gerade mal anmerken, weil ich einen Rückspiegel sehe. Enes, hast du wieder Festsport dabei? Mhm. Aber gerade fertig geworden. Was gab's denn? Heute? Ich weiß gar nicht. Einfach nur Tute. Und Kraut war es, glaube ich, gell? Mhm. Ja, also so viel zu dazu. Ihr wisst ja, der Schwab gehört nie ohne Festsport aus dem Haus. Wir wurden, das wollte ich auch noch sagen, das fand ich mega cool. Sorry, wir haben keinen Gimbal dran, das heißt, es könnte ein bisschen wackelig werden. Wir wurden abgeholt an der Autobahn. Das war ein Service, weil die 45er war anscheinend gesperrt, laut Georg. Und der hat dann gesagt, aber macht euch keine Sorgen, ich hole euch ab und fahre euch dann über eine Abkürzung zu mir. Und da vorne sieht man fahren. Kannst du mal vorne schwenken? Genau. Hier. Mit direktem Abholservice an der Autobahn. Wir müssten auch demnächst da sein, das heißt, es dauert jetzt nicht mehr lang. Wir sind schon ganz aufgeregt. Ich glaube, wir sind schon da. Guck mal, die sieht doch schon mal schön aus. Die liebe Steffi ist auch schon da, die wartet. Ja, alles gut. Wunderschönen guten Tag. Georg auch schon da. Jetzt sind wir vollzählig. Genau. Wir gucken uns das jetzt mal kurz an und dann holen wir euch später mit dazu. Performance Floor Friends, jetzt sind wir hier in den Heiligen Hallen, in den neuen Heiligen Hallen, so muss man sagen. Und ich finde es gut und schön, das ist ja schon ein längeres Projekt. Wir planen da ja schon eine Weile dran rum und jetzt ist alles fertig und es ist schön. Mr. Sauerländer steht neben mir, das heißt, Georg, komm gerade mal her. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu deiner Heiligen Halle hier. Ja, vielen Dank, ne? Es war viel Arbeit, wir haben jetzt ein Jahr lang natürlich in der beschissensten Zeit, Corona-Zeit, diese Halle gebaut. Ja. War am Anfang eine gute Idee, während Corona-Zeit nicht so ganz, weil es ist halt alles komplett aus dem Ruder gelaufen. Natürlich. Ob zeitlich, finanziell, ja, was soll ich jetzt hier, die meisten haben es mitgekriegt, was in der Welt los ist. Und, aber es geht dem Ende zu und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ihr seid hier. Ja, Mann, vielen lieben Dank auf jeden Fall auch für den herzlichen Empfang. Und jetzt wird es Zeit, dass wir hier diese bodenlose Frechheit ein bisschen verwandeln. Das ist richtig. Das hier, wo wir jetzt stehen, ist ja nicht deine Privatwerkstatt oder irgendwie sowas, sondern das soll ja eine Art Showroom geben. Das wird der Showroom, genau. Hier werden wir unser Produkt hinterher zeigen. Mhm. Die Kunden können also hinterher hier hinkommen, sich von uns beraten lassen und alles anfassen, so wie es mal richtig sein soll. Ja. Die Haptik fühlen von den Schüsseln, die Hebebühnen in Funktion sehen, etc. pp. Das ist immer besser heutzutage, dass man das wirklich live vor Ort sehen kann. Absolut, absolut. Zudem seht ihr auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier in der Nähe seid, von Meschede, wir haben vorher darüber gehabt, wie spricht man es richtig aus? Meschede. Meschede. Mhm. Wir fahren mit Meschede zu Meschede, weißt du, haben wir gesagt, ja. Deswegen, auch hier, wenn ihr sagt, hier im Umkreis Performance Floor interessiert euch, hier könnt ihr den anschauen. Das heißt, zum einen Performance Floor Stützpunkt und zum anderen
Was vertreibst du sonst noch alles? Ja, wir machen natürlich neben unseren Standardwerkzeugwagen, die wir haben, Werkzeugschränke, ne, die berühmten Männerküchen. Männerküchen, ne, ja. Das in verschiedenen Ausführungen, natürlich jedes einzelne Werkzeug, Handwerkzeug. Wir machen Hebebühnen, Reifenmaschinen, Wuchtgeräte, Kompressoren, Standpressen, Schlagschrauber, Getriebeheber. Also nahezu das ganze Portfolio, was eine Werkstatt braucht, alles aus einer Hand. Und das ist halt der Vorteil für den Kunden. Ja. Er hat nicht 5 verschiedene Ansprechpartner, wo jeder was anders erzählt, sondern alles aus einer Hand. Ja. Und das ist halt unser Baby. Natürlich, absolut. Aber ihr beliefert ja nicht nur Werkstätten. Was zählt sonst noch zu euren Kunden? Nein, wir machen, wie gesagt, von der normalen freien Autowerkstatt bis hin zu den großen Ketten wie Audi, VW. Wir beliefern auch natürlich die ganz großen Tuner, ne, egal ob Brabus, wie wir wollen, aber auch natürlich genauso die Privatpersonen. Mhm. Und alle werden gleich behandelt, alle kriegen den gleichen Service und das ist unser Aushängeschild. Ja, top. Wir haben ja auch viele Folierer, viele Detailer, genau richtig. Auch da, wenn ihr Hebebühnen oder irgendwas braucht, ist er der richtige Mann. Und du bist ja nicht allein. Nein. Genau richtig. Du hast ja noch die Steffi jetzt. Genau. Die war bisher, man kennt sie ja vom Messen. Man denkt ja immer, hey, die Steffi, das ist die Frau von Georg. Aber nein, nein, das ist nicht so, sondern euch gibt es ja nur im Doppelpack auf Messen und solche Geschichten. Natürlich. Man muss ja immer die gute Hand haben, die rechts neben einem steht und immer den Rücken frei hält. Ja. Und sie ist hier im Unternehmen natürlich für die Buchführung zuständig. Mhm. Dann macht sie noch entsprechend den Verkauf, den täglichen Versand und natürlich die normale Administration, sprich E-Mail-Verkehr, Telefon etc. pp. Und wir können uns nicht beschweren, haben wir eine gute Dame erwischt. Ja, super, perfekt. Das heißt, wenn ihr anruft und die Steffi geht dran, wisst ihr dann auch gleich Bescheid, wer das ist. Beziehungsweise, Steffi, komm, zeig dich mal kurz, dass die Leute auch ein Gesicht dazu haben und wissen, ah, das ist also die Steffi, wenn ich da anrufe. Genau richtig. Das heißt, das ist eigentlich so das Team. Genau, das genau ist richtig. Hallo. Das Grundteam. Wir werden es wahrscheinlich jetzt noch bald erweitern, weil es wächst auch immer weiter. Deswegen mussten wir auch diese Halle bauen, um den nächsten Schritt zu gehen. Ja. Weil es, wenn es größer wird, muss man sich einfach auch mal irgendwann expandieren. Und ja, wie gesagt, die Steffi, viele kennen sie schon mittlerweile von den Messen her. Ja, logisch. Und cool. Wir rocken das zusammen. Perfekt, so muss das sein. So, rocken ist ein Stichwort, das heißt, wir rocken jetzt auch mal los. Performance Floor Friends, schnallt euch an, weil jetzt geht's los. Wir freuen uns und nachher seht ihr das Ergebnis. Ciao. So, Performance Floor Friends, ganz kurz, ich stehe hinter der Kamera. Kollegen. Das heißt, ich möchte euch kurz erklären, was haben wir hier gemacht. Für die einen mag das aussehen wie ein großes Tetris-Spiel, weil wir jetzt praktisch so angefangen haben, dass wir hier verlegt haben und dann hier runter verlegt haben, hier eine Linie gezogen haben zwischen den Hebebühnen. Im Prinzip haben wir nichts anderes gemacht, als das Ganze jetzt vermittelt und dann einfach geschaut, okay, wie ist es am besten, dass es mittig ist, weil wir jetzt hier außenrum einen Kranz haben werden und in der Mitte einflächig. Und dass das einfach schön passt und sauber ist, haben wir dann einfach mal ein paar Linien verlegt, zum gucken, wo landen wir am Schluss. Ist sehr hilfreich. Wir können mal näher hingehen. Das heißt, wir können dann hier schauen. Da haben wir es mal nach hinten gelegt, zum gucken, wo kommen wir an der Tür nachher letztendlich raus. Dann haben wir es hier rüber gelegt, zum gucken, okay, wie kommen wir bei der Hebebühne raus. Und hier sehen wir dann auch, wenn man genau hinschaut, dass es hier nicht ganz passt, auch mit der Dehnfuge können wir nicht einhalten, das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall schneiden. Und das ist einfach, dass es dann nachher auch mittig ist, dass es nachher auch einigermaßen passt und nachher schön aussieht, dass der Rand hier in das Eck sauber läuft, so wie hier drüben. Da haben sie es dann praktisch schon verlegt. So. Das heißt, wir werden hier einen Zuschnitt haben, haben dann hier das verlegt, schön sauber. Und werden dann hier noch das dahinter zuschneiden müssen. Das heißt, wir haben hier den Plan, haben dann geschaut im Plan, wie können wir das am besten machen. Und das Schöne an unserem Boden ist, es ist auch schnell mal was anders. Das heißt, während dem Verlegen hat dann der Georg den Einfall gehabt, ah nee, komm, wir machen das anders schon, das Sandro, weil wir wollen praktisch die Expansionsteile, wo praktisch nachher die Lichter drin sind, so nah wie möglich an der Hebebühne haben. Und deswegen haben wir jetzt praktisch rot, schwarz, weiß gemacht und auf dem Plan ist rot, Expansionsteil, schwarz. Und das wurde jetzt praktisch noch umgeändert. Hier draußen ist das viel einfacher. We'll be right back.
Performance Floor Friends, Thema Hebebühne. Haben wir auch öfters. Wir haben viele Fahrzeugaufbereiter, viele Werkstätten, viele Detailer, die auch sagen, hey Leute, wie sieht es aus mit Thema Hebebühne? Klar, bei einer Säulenhebebühne ist das recht einfach. Ich säge außen rum, lasse meine Dehnfuge. Wie funktioniert das aber bei einer mobilen Hebebühne? Auch da werden wir oft gefragt, kann ich das drauf machen? Soll ich es drunter machen? Sprich, ich soll das auslassen, zuschneiden? Was soll ich machen? Diese zwei Möglichkeiten haben wir und wir werden euch jetzt mal kurz sagen, was ist der Vorteil von dem und was ist der Vorteil von dem. Gehen wir mal davon aus, die Hebebühne wird fest verschraubt. Vorteil an dem Ganzen ist, ich gewinne allein schon durch das, dass die fest verschraubt ist, 1,8 cm, weil das ist ja das, was der Boden hoch ist, gewinne ich an Höhe. Das heißt, ich habe ein tiefer gelegtes Auto, bin mit meiner Hebebühne negativ, habe ich ein einfaches Drauffahren. Können wir ja mal kurz zeigen, durch das da gerade bei diesen Rampen, da haben wir es schon ein bisschen drunter gelegt, man gewinnt einfach genau diese 1,8 cm, wo die Rampen oben aufliegen. Und wie man hier sehen kann, die Hebebühne ist da auf dem bestehenden Betonestrich und unsere baut halt 1,8 cm auf, die gewinnt man. Es wird ein bisschen flacher von der Neigung her. Genau. Ein weiterer Vorteil ist einfach, dass ich auch zudem sagen kann, okay, das Ding ist jetzt fest. Es gibt ja, glaube ich, auch eine Vorschrift, das kann der Georg uns gleich sagen, bestimmt, zwecks Aufbauhöhe gibt es ja eine Vorschrift. Ich habe mich gehört, 1,5, alles was 1,50 Meter Höhe drüber geht, muss eh fest verankert werden. Ich kann kurz hoch, dann ist einfacher, oder? So habe ich es mal gehört zumindest. Das ist eine 1 Meter Schere, ja. 1x. Ja. Dann gibt es das selber auch in 2 Meter, Doppel-X. Ja. Na, 1 Meter ist immer mobil, die muss ich nicht befestigen, okay. Weil in 1 Meter Höhe kann das Auto nicht umkippen, der Kippfinger passt nicht. Bei 2 Meter Höhe, wenn da mal ein bisschen Bewegung reinkommt, ja. ist die Gefahr, dass es umkippt, deutlich höher. Also muss eine 2 Meter hohe, also Doppel-X-Schere, immer festgebohrt werden am Boden, okay. Festgedübelt werden, okay. Damit nicht mehr mobil, sondern stationär. Okay. Die mobile kannst du auch draußen auf dem Asphalt schieben, wohin du willst, okay. Solange es gerade ist. Ja, natürlich, klar. Die kannst du aber hinstellen, wo du willst. Und das geht bei der 2 Doppel-X halt nicht, bei der 2 Meter hohe. Die muss immer fest verankert werden. Perfekt. Das heißt, wir machen es jetzt bei ihm. Die zweite Variante wird sie mobil bleiben. Das heißt, wir werden hier den Boden drunter legen. Das heißt, Georg kann die Hebebühne überall hinstellen, wo er gerade möchte. Kann dem Kunden zeigen, guck mal, wie toll sich das rollt, auch auf dem Performance Floor. Wir haben hier rein zufällig auch der Ralf Konrad da von Konrad Fahrzeugpflege. Und der hat den Boden schon seit 2 Jahren und der hat uns gerade auch gesagt, die Bühne lässt sich ohne Probleme über den Boden rollen. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal zeigen, wie wir das Ganze machen. Also, zweite Variante, Vorteil ganz klar, ich bin mobil. Ich kann die Bühne hinstellen, wo ich will. Ich kann sie ausrichten, vermitteln, wie ich will. Das heißt, ich bin völlig flexibel. Aber, Nachteil, ich habe halt 1,8 cm Höhe gewonnen. Das heißt, tiefer gelegtes Auto wird es ein bisschen schwieriger. Aber dann kommt auch wieder der Georg ins Spiel. Genau, weil es gibt dann, ich habe ja auch so einen, hab auch so einen rostigen Nagel im Kopf mit so tiefer gelegten Autos. Mhm. Ne? War mein früherer Job mal. Und da ist halt so, dass die Firma Weber als Beispiel entsprechende Gummiauffahrrampen anbietet, die man vorne vorlegt, dass ich dann auch mit tiefer gelegten Autos schon eh höher bin und so einfach drauf fahren kann, weil mein Auto so tief, dass ich sogar mit dem Unterboden aufsetze, wie man hier leicht sehen kann. Ja, ja. Ja klar, logisch. Ich muss einfach höher kommen. Und deshalb haben die ganzen Jungs, die entsprechend das heißt, haben. Das heißt also, an diesen Auffahrtrampen kommen dann nochmal hier in. Hier kommt eine Gummiauflage hin, genau. Die ist genauso breit wie die Spur. Ist, weiß nicht, 4-5 cm hoch, auch vorne mit einer Anfahrt drauf. Und dann bin ich schon mit dem ganzen Auto auf dem Gummi drauf und kann entsprechend locker hier drüber rollen. Also sprich 4 Stück. Dann stehe ich höher und kriege auch das Gummi noch drunter gelegt, ohne dass ich erst wieder runterbocken muss. Genau, richtig. Also die Auffahrtssteigung ist nicht so hart. Die wird einfach ein bisschen abgefahren. Die fängt halt schon einen halben Meter früher an. Genau. Damit bin ich eh schon hoch und kann entspannt drüber rollen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich aufsetze. Jawohl. Okay. Ja, genau. Ralf sagt gerade ganz wichtiger Hinweis. Wenn ich mich dazu entscheide, das Ganze mobil zu lassen, dann ist es empfehlenswert, weil wir haben Metall auf Kunststoff. Was passiert damit, wenn jetzt das Auto gegen diese Schräge hier fährt? Das drückt dagegen und das Gewicht bringt es dazu, dass das Metall auf dem Kunststoff rutscht. Deswegen geht man einfach her und holt irgendwo im Bauhaus zum Beispiel, also im örtlichen Baustoffhandel oder so, eine Bautenschutzmatte und macht die dann praktisch auf dem Performance Floor drauf, kann die zuschneiden
auf dem Performance-Slot drauf, während die Hebebühne oben ist und lässt es dann runter. Somit hat es dann praktisch Kontakt und kann nicht mehr wegrutschen. Einfach wie eine Anti-Rutschmatte. Genau. Zu den Auffahrkanten oder Rampen. Ja. Was kosten die ungefähr? Da liegt so ein Set bei 100 Euro. Bei 100 Euro. Ja. Also. Sind wie viel dabei? 4 Stück sind das. 4 Stück, genau. Also vorne 2, hinten 2. Ganz genau. Muss ich ja immer haben. Also wird ja auf einer Seite nur hoch und auf der anderen Seite. Genau, richtig, richtig. Also. Dann macht es auch wieder Sinn, dass die Gummipads dann runterpacken, runterpassen. Richtig. Weil natürlich hinten und vorne ist das Auto wie aufgebockt. Ganz genau. Ich würde sagen, wir tun mal kurz die Hebebühne mobil machen. Genau. Fahren sie auf den Performance Floor, verlegen den Boden und dann tun wir es wieder zurück. So, um diese mobile Bühne auch bewegen zu können, müssen wir natürlich die Rollen montieren. Dafür sind hier angeschweißte Flachbleche dran. Die müssen wir aber erst entsprechend in Position bringen. Dafür fährt man die Bühne ein Stückchen hoch, dadurch dreht sich dieses Verbindungsrohr in den Lagern. Und man sieht jetzt hier, dass dieses angeschweißte Metallstück entsprechend jetzt leicht nach oben gewinkelt steht. Jetzt kann ich die Rolle ganz entspannt draufschieben. Wenn ich gleich die Bühne wieder ablasse, dreht sich das Rohr wieder runter. Die Räder berühren den Boden, das Rohr dreht sich weiter und hebt die Bühne damit an. Und schon ist sie nicht mehr auf dem Boden aufliegen, sondern mobil und ich kann sie hin und her schieben. Und das zeigen wir euch jetzt. So, wir sehen jetzt, das Rohr hat sich gebogen. Die Räder stehen nicht mehr nach oben, sondern nach unten. Und jetzt habe ich hier schon locker, kann ich ganz entspannt meine Hand runter tun. Das heißt, so viel Platz haben wir dadurch jetzt gewonnen. Dadurch steht die Bühne entsprechend hoch vom Boden und wir können sie jetzt bewegen. Das kann man sich jetzt beim Performance Floor einfach auch kurz zur Hilfe nehmen. Da sind die Räder einfach kurz zum Auffahren, ist das ein bisschen entspannter. Ja, so ist das halt. Ja, keine einführen halt. So, ihr seht das schon. Ich kann so eine Bühne mit einer Hand hier so völlig easy hin und her fahren. Und das schafft jeder, der ein bisschen ja. Spinat gegessen hat in der Kindheit. So, wir müssen das Bedienteil mitschieben. Ablassen und schon haben wir sie verschoben. Easy to go. Entspannt. Deswegen mobil, einfach und alleine mit einer Person zu bewegen. So, ganz easy, Hebebühne ist weg, Performance Floor fehlt, das füllen wir jetzt ganz einfach auf, Hebebühne wieder drauf, Bautenschutzmatte drunter, ablassen, fertig. So, meine lieben Freunde von Performance Floor, die Jungs haben den Boden jetzt, wo eben die Aussparung noch war, gelegt. Es ist jetzt ein geschlossener Bereich und jetzt zeigen wir euch, wie einfach wir die Bühne wieder zurückschieben können. Wir heben sie einfach an. Und wie eben schon gezeigt, kann man die Bühne mit einer Hand. Stopp. So, ja. Das müssen wir noch ein bisschen vermitteln, dass es auch gerade in die Fugen liegt. Zack. Die Bühne geht weg. Rechte Bude. Wir fahren die Bühne wieder hoch. Ihr habt gesehen, wie das Rohr sich wieder verbogen hat, oder nicht verbogen, gedreht hat nach oben. Jetzt können wir die Rollen ganz einfach wieder runternehmen, an die Seite legen, die Bühne wieder runterfahren und die Position ist erreicht. Die Dinge müssen noch klappen. Ja, Performance Floor Friends, herzlich willkommen hier, Tag 2. Was haben wir bis jetzt gemacht? Gestern war der Ablauf folgender: Zuerst mal Besen reinmachen, alles sauber machen, alles zusammenfegen. Dann haben wir angefangen, die Platten auszurichten. Das heißt, man hat mal von links nach rechts eine Reihe gelegt.
einfach zum Vermitteln auch der Hebebühnen, zum Schauen, wo müssen wir zuschneiden, dann auch nach hinten in diese Wand hat man das dann praktisch verlegt, auch da zum Schauen, wo kommen wir raus. Eben gerade wichtig, wenn man Expansionsteile verbaut oder wenn man Hebebühnen hat, um das Ganze schön zu vermitteln. Wir hatten dann gestern noch eine kleine Änderung. Und zwar, wie ihr sehen könnt, haben wir hier rot, schwarz und weiße Expansionsteile. Wir haben dann hier auf dem Plan das Ganze so gehabt, dass wir hier auch eine Reihe rot hatten. Dann hatten wir hier die weißen Expansionsteile und dann schwarz. Und das haben wir jetzt praktisch umgeändert, dass die zwei Farben nebeneinander sind und dann das Weiß als Abgrenzung, dass man eben schön die ganze Hebebühne schön sauber umrandet hat und dass es nicht so weit an der Wand draußen ist. Logodrucke haben wir auch einen Haufen, wie man sehen kann hier, Sonic, Konsul, Sauerländer, Flex, Weber, einfach allen mit dem der Sauerländer zusammenarbeitet. Performance Floor darf natürlich auch nicht fehlen. Genau richtig. Das heißt, so sollte es nachher aussehen. So sieht es jetzt momentan aus. Was machen wir jetzt heute? Das heißt, wir haben dann gestern auch die ganze Fläche verlegt und jetzt kommt der Zuschnitt. Das heißt, die Hebebühnen schön sauber außenrum zuschneiden, an den Wänden zuschneiden. Und hier haben wir halt nicht nur eine Hebebühne, sondern gleich drei, weil hier rechts neben mir steht auch noch eine Hebebühne. Und das wird jetzt alles fein säuberlich ausgeschnitten und mit der Dehnfuge. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel von unserem Boden bis zur Wand 14 cm habt, dann tut ihr ja nicht die 14 nehmen, sondern ihr nehmt 11, weil wir ja immer sagen 3 cm Dehnfuge, so Pi mal Daumen. Auch da ein Hinweis, es wird in Zukunft was Neues geben, es wird ein Sockelprofil geben, dass man diese Dehnfuge einfach nicht mehr sieht. Die kommt auch jetzt, ich schätze mal in 4 Wochen rum, wird die bei uns in den Online-Shop reingehen. Ja, ich filme dann mal weiter, dass ihr auch seht, wie das Ganze mit dem Zuschnitt so ist. Ich meine, da gibt es ja etliche Videos, aber das ist jetzt momentan der Stand. Warum 2 Tage? Wir haben dann gestern, durch das, dass wir eben auch 550 Kilometer ungefähr Anfahrt hatten, oder beinahe 600, haben wir dann angefangen gestern und dann auch so gegen 9 Uhr war dann auch fertig bei uns. Jetzt frisch ausgeschlafen, wieder zurück und jetzt geht's weiter. So, Performance Floor Friends, guter Einwand von Sandro. Was mache ich, wenn ich jetzt eine gesonderte Form habe von so einer Hebebühne? Also nicht einfach nur ein Viereck, sondern ein Sechseck oder sogar ein Achteck. Wie tue ich mich da am einfachsten, um das einzuzeichnen? Im Prinzip macht man nichts anderes. Man nimmt 6 Platten, steckt die zusammen, weil das hier sind ja genau 6 Platten. Also 1 Quadratmeter, das haben wir jetzt hier gemacht in dem Fall. Wir haben jetzt hier die Platten komplett schon mal zusammengesteckt. Dann geht man her und tut einfach nur praktisch von der Unterkante bis dahin messen. Dann die linke Kante messen, die obere Kante messen und die Kante hier messen. Und kann das dann praktisch auf diesem Quadratmeter, weil das Ding recht mittig ist, ohne Probleme einzeichnen. Und jetzt kommt der Trick bei der ganzen Geschichte. Man nimmt einen Karton und schneidet sich dann zu auf die Form, in dem das Ganze hier ist. Das sieht dann so aus. Und die andere Hälfte noch? Dann haben wir hier noch ein kleines Eck. Jetzt kann man dann, wir haben ja gesagt, wir messen das Ganze aus. Und jetzt kann man dann praktisch die gemessenen Maße nehmen und kann das Ganze dann hier vermitteln. Und kann das dann ganz easy auf die Platten mit einem Edding übertragen. Ja. Nicht vergessen natürlich den Fuge, so ist das jetzt natürlich stumpf gestoßen, sage ich mal. Genau. Einfach nur mal 1 Zentimeter oder eure 3 Zentimeter wegmessen. Genau, richtig. Dann seid ihr da auf der sicheren Seite, das heißt einfach nur mal 3 Zentimeter, Strich drum, fertig und dann zusägen. Das ist so ein genannter Lifehack. Genau. So, öfters kommt ja mal die Frage, ob man auch eine von unseren Fliesen mitten in der Fläche rausbekommen kann. Ja, also sogar ziemlich einfach. Wenn man ein Hilfswerkzeug hat, natürlich wie diesen Ochsenfuß, den haben wir jetzt von Georg bekommen. Der ist einfach so ein bisschen abgeschrägt, wie ein Schraubendreher, bloß abgeschrägt. Genau. Uns ist jetzt von unserer Schneidemaschine hier gerade so ein kleines Teil zufällig unter dem Boden gefallen. Es kann natürlich alles andere auch seine Schraube, ein Unterlagscheibchen, was man halt einfach braucht.
da braucht man keine Angst haben, dass man den ganzen Boden von der Seite irgendwie auftrennen muss, sondern man kriegt das wirklich problemlos mitten in der Fläche raus. Auf was muss man achten? Also erstmal immer darauf achten, gegenüberliegende Seite von den Ösen, das heißt oben und links, befinden sich dann genau der Punkt, wo man die Bodenplatte nach oben ausheben kann. Also die Seite, dann rückt da an den Rand, fährt rein und hebelt den Boden so nach oben aus. Das war's schon. Ging ganz einfach. Dann könnt ihr die Bodenplatten so weit wie möglich anheben, schon drunter fassen, könnt das Teil rausholen oder halt auch noch weiter treiben, ein bisschen lösen. Die Bodenplatte ganz, falls er beschädigt wäre, könnt ihr das sehr auch so aus dem Boden rausholen. Zack. So, jetzt wäre die Bodenplatte draußen. Oder halt auch wieder natürlich ganz einfach einzusetzen. Was kann passieren? Jetzt liegt euer Boden schon eine Weile. Ihr hattet zum Verlegen erhebliche Temperaturunterschiede, habt im Sommer verlegt, im Winter fällt euch was runter. Es kann sein beim Öffnen, dass wenn ihr die Platte rausnimmt, dass der Boden sich ein bisschen entspannt. Dann kann sein, dass ihr ein bisschen Platz habt und denkt so, oh je, jetzt habe ich 5 mm, wo zu der Öse fehlen. Steht da einfach hin und klopft euch mit dem Fuß die Platte wieder in die richtige Richtung. Genau, und dann einfach einklicken. Das geht ganz, ganz einfach. Immer mit dem Fuß draufstehen, wo es bleiben soll, mit dem anderen Fuß nachschieben. Genau, das war's. So, Performance Love Friends, wir sind jetzt fertig. Das heißt, es wurde jetzt alles gemacht. Ennis und Sandro haben mal wieder Meisterarbeit abgelegt. Wir haben hier an den Hebenbühnen etwas länger gebraucht, weil es halt doch vom Schneiden her aufwendig war, weil es jetzt auch nicht einfach nur viereckig war, sondern das war so eine ganz komische Form. Ja. Aber auch das jetzt erledigt. Die LED-Bänder kommen noch vollends rein. Ein Teil liegt schon drin. Elektriker schließt das Ganze dann an. Und dann haben wir praktisch in dem Showroom einmal ein Viereck, richtig schön umrandet. Hier schöne Fensterfronten, das heißt, bei Abend, es wird jeder stehen bleiben. Georg grinst schon, zufrieden? Ja. Was soll ich sagen? Es ist geil. Ich habe super Arbeit gemacht, also ich kann mich nicht beschweren. Es ist zu meiner vollsten Zufriedenheit, wie man so schön sagt. Schön. Die Jungs waren fleißig, auch das wie immer. By the way, wir wurden auch super verpflegt. Absolut. Also tolles Essen. Vielen Dank dafür. Ja. Und der gestrige Abend war auch wunderschön. Das gehört dem Sauler so dazu. Ja. Haben wir gemerkt. Also sauerländische Gastfreundschaft wird irgendwie sehr groß geschrieben. Ja. Freut mich, danke. Ja. Bei uns sagt noch vielen Dank für Speise und Trank. Genau. Genau richtig. Und den hatten wir. Ja, auch und Spaß hatten wir auch. Absolut. Ja, wird. Also abschließend Strich drunter. Nicht nur einen Haum, zwei Daumen. Dankeschön. Und das selten. Doppel Daumen und selten. Dankeschön. Wirklich vielen Dank. Bedanke mich. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit bei mir anrufen oder natürlich beim lieben Gianni. Und oder bei der lieben Steffi. Kommt doch auch nochmal. Alle schön zusammen hier in die goldene Mitte. Genau. Die gute Seele des Hauses, sagt man ja, ja. So. Ja, braucht jedes Unternehmen. Genau richtig. Deswegen, wie er schon sagte, wenn ihr Fragen habt, Link ist hier unter der Videobeschreibung. Werkzeug aller Art, Hebebühnen. Sind die zwei für euch verantwortlich. Gut, so sieht's aus. Sehr gerne. Also, bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. Bleibt gesund. Tschüss.